Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, liebe Filmfreunde. Wir schauen uns heute mal wieder einen schönen Trailer an. Ich habe gesehen, Army of the Dead ist ja angekündigt worden durch einen Trailer. Es gab wohl schon einen ersten Trailer, den habe ich gar nicht mitbekommen. Aber jetzt, als der zweite dann rauskam, da ging das Ganze natürlich irgendwie durch die Decke, ne? So hype-mäßig. Ich habe es bei Facebook gesehen, bei Instagram und ich wurde auch da markiert bei Facebook und geil. Ich habe den Trailer jetzt schon drei, vier Mal gesehen und allein durch die Musik, das Ganze ziemlich geil, muss ich sagen. Gut, die Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, die haben gesagt, ach, wissen noch nicht, was sie davon halten sollen. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Der Film ist, ja, erscheint am 21. Mai auf Netflix. Das ist das Interessante, halt direkt auf Netflix Streaming. Die meisten dürfen ja bei Netflix gucken können, ne, mit Abo etc., bei Freunden, wie auch immer. Das andere Interessante ist, in dem Film spielt Matthias Schweighöfer mit. Da scheiden sich ja die Geister. Viele mögen ihn nicht, viele mögen ihn. Ich unter anderem mag ihn sehr gerne. Ich gucke auch gerne diese deutschen Komödien mit ihm. Ich finde ihn witzig und irgendwie ein cooler Typ, finde ich, ja, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir schnacken jetzt nicht mehr weiter lang und nicht mehr so lang und gucken jetzt einfach mal rein, ne? Let's go. Ist diese Anzeige da oben. Mensch, weg damit. So. Ah, weiter geht's. Mr. Ward. Ja. Was halten Sie davon, 50 Millionen Dollar zu verdienen? Klingt gut erstmal, ne? Mit der Musik fetzt das irgendwie. Die unterstützt das ganz gut. Sieh's doch mal so. Alles, was wir getan haben, alle, die wir gerettet haben. Was hat das uns gebracht? Was wäre, wenn wir dieses Mal etwas nur für uns machen? Trailer baut sich langsam durch die Musik auf. Hast du Bock zu spielen? Es liegen 200 Millionen Dollar in einem Tresor unter dem Strip. Sexy. Sie haben 32 Stunden, um es rauszuholen. Finden Sie den Safe. Es wird ein Kinderspiel, rein und wieder raus. Ja. Du kannst immer noch umkehren. Oh, Baby. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass das ein Zombie-Film ist. Sind nicht das, wofür sie haltet. Sie sind schlauer. Sie sind schneller. Sie arbeiten zusammen. Oh Scheiße. Was ist das? Es ist ein gottverdammter Zombie-Tiger. Es geht eindeutig zu weit. Oh, oh yeah. Der macht richtig Action. Army of the Dead. Krass, Mann. Also ich habe wirklich Bock auf den Film. Kann natürlich sein, dass sie jetzt schon die besten Szenen in dem Trailer verwendet haben. Ist ja oft so, leider. Gerade das mit dem Tiger. Ja, also ich freue mich da auf jeden Fall auf Matthias Schweighöfer. Da bin ich wirklich gespannt, wie er da so rüberkommt. Ansonsten, ja, Dave Bautista, geil. Mittlerweile auch ein geschätzter Schauspieler, finde ich. Gucke ich mir auch gerne an. Ja, wie gesagt, als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe,
Da wusste ich noch nicht mal, wie der Film heißt. Ich habe einfach nur gesehen, okay, neuer Film auf Netflix, habe Trailer angemacht, mir das angeguckt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man noch gar keine Zombies gesehen hat, da wusste ich auch nicht, dass das ein Zombie-Film ist. Ich dachte nur, oh, okay, Actionfilm, die müssen da irgendwo Geld, die klauen da irgendwie Geld aus dem Tresor. Ja, und auf einmal kommen da diese Massen an Zombies. Dachte ich, oh, okay, nochmal, schon wieder ein Zombie-Film. Da scheiden sich ja ebenfalls die Geister, ob das jetzt sein muss, ne? Aber ich sag mal, wenn es gut gemacht ist, warum nicht, ne? Zombie-Filme gehen immer, finde ich. Und da ist es mir persönlich auch egal, ob das jetzt diese schnellen Zombies sind, die da so am Laufen sind, oder eben nur diese langsam torkelnden, wie bei Walking Dead, wie man so kennt, ne? Ich weiß gar nicht, da sagt man ja auch dann, glaube ich, gar nicht Zombies. Bei diesen langsamen sagt man doch Untote, oder? Ach, da gibt es auch so viele Thesen und weiß ich nicht. Da bin ich komplett raus, da kann ich gar nicht mitreden. Aber vielleicht könnt ihr es mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Ganzen haltet. Ob das Zombies, Untote oder wie das Ganze da jetzt so ist, da kann man sich auch drüber streiten, ne? Ich bin da komplett raus. Wie gesagt, freut mich aber, wenn ihr mir was in die Kommentare dazu schreibt, was ihr von einem Film haltet, ob ihr euch ihn angucken werdet. Ich habe übelst Bock drauf, ganz ehrlich. Ich bin da einer der Ersten, der den angucken wird. Wie gesagt, 21. Mai erscheint er auf Netflix und ja, würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal, ne? Haut rein, bis dann, ciao. Achso, liken und abonnieren nicht vergessen, ne? Danke, ciao.